Mein Herz schlägt nur für euch. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Limited Editions rund ums Thema Valentinstag. Ja. Es ist soweit. Der Valentinstag steht ganz kurz vor der Tür und alle Drogeriemarken und sogar Action kommt mit Limited Editions raus, die inspiriert sind von der Liebe. Catrice hat die LE rausgebracht. Die ist jetzt auch schon ein paar Tage da. Ich habe es ehrlich gesagt einfach nicht vorher geschafft, dieses Video hochzuladen. Aber ab und zu findet man ja doch nochmal ein Schätzchen. Und wenn ihr es nicht mehr im Laden kriegt, gibt es das Ganze mit Sicherheit auch noch online für einige Zeit. Wir testen heute die Blush Affair-Reihe von Catrice. Alles mit dabei. Highlighter, Blushes, Lippen. Let's go. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen aufmuntern kann. Falls ihr euch fragt, Maxim, warum siehst du so halb fertig gemacht aus? Die Baustelle hier macht mich fertig und bringt mich um mein Zeitmanagement. Aber das soll nichts zur Sache tun. Ich drehe nämlich gerade ein paar Videos parallel. Jetzt wollte ich mit euch aber schnell einfach mal die Produkte von Catrice testen. Und hier weiß ich, werden viele ganz gespannt sein. Denn vielleicht erinnert ihr euch, vor 2 Wochen habe ich euch sowas Ähnliches schon mal gezeigt von Action. Jetzt gibt es das Ganze auch von Catrice. Ich könnte fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es derselbe Hersteller ist, der die Produkte produziert hat, weil das Packaging wirklich identisch ist. Identisch. 1:1 das gleiche. Die Farben allerdings sind ein bisschen anders. Wir haben 2 verschiedene Herzstempelkissen. Einmal in der Farbe Show Me Love 1002 in so einem schönen dunklen Ton. Der sieht wunderschön aus. Und einen etwas helleren Ton. C01 Love Expression. Der ist deutlich, deutlich heller. Ich gehe jetzt einfach mal mit meinem Finger rein. Krass. Und der andere? Ja. Da haben wir es ähnlich wie bei den Action Blushes. Farblich riechen nicht, sind die sehr intensiv, aber so ein bisschen wässrig. Deswegen habe ich meine Base auch noch nicht gemacht. Und wir haben ja jetzt schon ein bisschen Übung. Oh krass, meine Finger. Die stainen, dass ich nicht mit dem Herzstempelchenkissen ins Gesicht gehe, weil das ist zu viel. Aber die Textur dieser Blushes ist wirklich beachtenswert. Es hat mir so gut gefallen bei Action, dass das mittlerweile ein Favorit von mir geworden ist. Ich nehme jetzt den Pinsel. Der ist sehr, 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 sehr voll. Es ist auch hier sehr wässrig, sehr nass. Und du brauchst nur einen Hauch. Ich gehe jetzt hier einfach rüber, zack, fertig. Wenn du mit diesem Stempelkissen reingehst, läufst du ganz große Gefahr, dass du zu viel aufträgst. Wenn du das so ein bisschen in der Hand einarbeitest, hast du diesen leichten Touch. Schau mal, es ist doch perfekt ausgeblendet. Ich kann jetzt hier noch so ein bisschen rübergehen, wenn ich möchte. Fertig. Wisst ihr, was ich meine? Mit diesem Herzchen, ich mache euch das Stempelchen gerne einmal. Seht ihr? Da habt ihr schon zu viel Druck drauf. Und das ist zu viel Blush. Das ist definitiv zu viel Blush. Ansonsten großartig. Aber ich möchte jetzt auch nochmal den anderen Ton nehmen, weil der natürlich auch noch ein bisschen spannender aussieht. Das ist, also der eine war so ein bisschen bärig, der zweite ist so ein bisschen rötlicher. Den blende ich mir hier so ein bisschen überall hin. Ich habe ja nämlich sehr viel Foundation gerade im Gesicht. Großartige Farbe, großartige Textur. Und wenn ihr das Ganze auch auf eine Foundation auftragt, die vielleicht noch nicht fixiert ist, dann habt ihr auch ein wunderschönes Finish. Das ist sehr, sehr viel Blush gerade, Maxim. Und warum gehst du mit dem Pinsel noch weiter? Ich probiere das immer so ein bisschen anzupassen. Wunderschön. Wunderschön. Das Schöne ist, dadurch, dass sie auf Wasserbasis sind, sind die so ein bisschen selbstfixierend. Das Wasser verdunstet, die Farbe bleibt da und du hast so einen leichten, frischen Effekt auf der Haut. Ohne, und das muss ich ganz klar dazu sagen, ohne dieses Glitzernde. Das ist kein Glitzer- oder Glowy-Produkt, sondern eher ein mattes, aber durch diese Wässrigkeit super frisch. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier noch haben. Es wird jetzt nämlich sehr lippenlastig, ihr süßen Mäuse. Und zwar gibt es 3 Lippenstifte und 3 Liquid Lipsticks. Ich habe schon lange keine Liquid Lipsticks von Catrice mehr benutzt. Wir haben In a Heartbeat, sehr cremiger, rosafarbener Lippenstift. C01 Hearts On ist Pink on Pink. Das ist was für meine Mama. Und die 03 Heartbreaker ist ein Rot. Aber ist eher so ein pinkes Rot. Darf ich was sagen? Mir ist es jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, aber ich weiß auch die Antwort. Ich habe das Gefühl, dass die Farben der Lippenstifte und der Lippenprodukte der letzten LEs alle sehr, sehr ähnlich waren. Ne? Also egal, ob es die Nussknacker waren oder im Herbst irgendwas, das waren immer so pink und rot.
Das sind aber auch die Farben, die am meisten oder am besten laufen. Ich trage jetzt mal spaßenshalber den roten auf. Das ist ein sehr, sehr intensiver Ton. Sehr cremig auf den Lippen. Er hat einen leichten Duft. Ich kann ihn aber nicht so eindeutig einordnen. Das ist ein sehr, sehr heller, warmer Rotton, der nicht so kühl ist. Ich bin eher so Team Blau. Aber du kannst damit natürlich tolle Looks machen. Gar keine Frage. Absolut gar keine Frage. Was ich bei diesen Lippenstiften immer ganz gerne mache, ist, ich nehme mir ein Stück Klopapier, Kosmetiktuch, was auch immer du willst, und beiß einmal rauf. Dann habe ich das ganze überschüssige Produkt hier dran. Es ist nicht mehr ganz so schmierig auf den Lippen, aber so ein Hauchrot ist noch drauf. Alles ist noch so ein bisschen frisch. Sehr schöne Farbe. Wisst ihr was? Ich trage jetzt nochmal hier den pinken Ton auf. Den fand ich so spannend. Die 01. Das ist halt so ein richtiges Hot Pink. Kommt mal ran auf den Meter. I'm a Barbie Girl. Die sehen schon fast ein bisschen glossy aus, ne? Ja, also das ist eine Farbe. Schwierig, ne? Also, ich habe euch ja schon mal einen Hack gegeben, wie man am besten so eine Töne aufträgt. Und zwar gar nicht. Nein. Wow, der musste sein. Nein, mit einem braunen Lip Liner und dann nur ganz leicht drauf tupfen. Die Formulierung ist ganz spannend. Das ist so ein bisschen ultra glossy. Also es ist nicht matt, es ist kein matter Lippenstift. Wenn du rauf beißt, verlierst du natürlich so ein bisschen von diesem sehr großen Glanz. Das ist jetzt keine Farbe für mich, ne? Also das ist eine sehr schöne Frühlingsfarbe. Kombiniert die mit einem dunkleren Lip Liner, dann ist es nicht so laut. Jetzt sind wir aber noch bei den Liquid Lipsticks. Die werden farblich ähnlich sein. Ich muss sagen, ich liebe die Verpackung. Kommt in so einer Herzform. Da könnt ihr das sehen. Auch hier drei verschiedene Farben. Nummer 1 ist Single. Sehr leicht. Matt Liquid Lipsticks. Stains the Skin. Gut, dass ich das lese. Nummer 2 ist Married. Oh, die riechen sehr gut. Und Nummer 3 ist auch hier wieder ein Hot Pink. Hier, Mama, liebe Grüße. Ihr seht es gar nicht, ne? Da. Das ist ja schreiend pink. Also, meine Mutter wird es lieben. Meine Mutter liebt es. Ich schicke ihr gleich ein Bild, kriegt sie nämlich von mir. Ja, okay. Pass auf. Wir nehmen jetzt mal die Farbe, die vermutlich am besten passt. 02 Married. Es hat einen ganz leichten Duft. Hier kann ich so ein bisschen was Fruchtiges und Fruchtpunsch wahrnehmen. Und die sind super matt, ne? Jetzt schon. Ich komme aber irgendwie gerade mit dem Füßchen nicht ganz so zurecht. Also, das ist matt, ne? Ich krieg gerade hier oben irgendwie nicht so eine gute Kante hin. Verzeiht mir bitte. Das macht mich jetzt wütend. Sekunde. Nee, schau mal. Je weiter ich rausgehe... Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Farbe oder an dem Flock-Applikator liegt, aber so ist es okay. Das ist eine schöne Farbe. Auch sehr deckend. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, so, wir kommen langsam wieder so zu 2016 zurück. So matte Liquid Lipsticks, super deckende Foundations. Ich habe meinen Concealer noch nicht fixiert. Er fühlt sich gut an. Er trocknet gerade runter, er braucht mit Sicherheit noch einen Moment. Sieht aber gar nicht so schlecht aus. Während er trocknet, bevor wir den Test machen, haben wir hier noch einen Highlighter. Auch hier super, super süße Verpackung. Made in Poland, ein Vegan Highlighter, ein Highlighter-Puder Stole My Heart. Mit dem Catrice-Logo, sehr, sehr schön. Sieht vom ersten Eindruck so ein bisschen aus wie der Amrazy Highlighter. Ich gehe mal ganz leicht nur rein. Oh, ist ein schöner Champagnerton, sehr tragbar. Nicht zu kalt, schöne Farbe. Ja, ganz toll, sehr fein auf der Haut. So ein paar, also das sind zwei verschiedene Partikelgrößen. Einmal ein großer und einmal ein sehr, sehr feiner, den du kaum siehst. Ja, nice, sehr, sehr schön. Highlight aus der Kollektion. Er trocknet immer noch nicht so ganz an. Vielleicht habe ich einfach zu viel benutzt. Aber ich glaube, das ist, ich glaube, das ist der Vorteil der neuen Liquid Lipsticks, dass sie super matt aussehen. Das ist die neue Formulierung. Sie sind nicht ganz, 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 ganz fest, ne? So ein bisschen kommt immer ab, aber auf der Lippe hast du halt nicht den ganzen Lippenstift verloren. Und wahrscheinlich habe ich einfach sehr, sehr viel aufgetragen gerade. Bis der richtig durchgetrocknet ist, wird es ein paar Minuten dauern. Aber ich muss sagen, das sind natürlich Farben, die sind da, die sind intensiv. Muss man mögen. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht jetzt. Auch so im Gesamtbild. Ein zartes Auge und dann so eine krasse Lippe. Definitiv gut. Der Highlighter hat es mir wirklich angetan, weil der so ganz natürlich und ganz, ganz leicht ist. Sehr, 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 sehr schön. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. In der Kollektion gab es natürlich auch noch ein paar
Nagellacke? Aber ich glaube, ja, damit habe ich noch ein paar Tage lang zu kämpfen, ihr süßen Mäuse. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.